Bei vielen Beschäftigten haben die multiplen Krisen Spuren hinterlassen. Zum einen im Portemonnaie, aber hinzu kommen auch die hohen Arbeitsbelastungen. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, Tarifbindung ist ein zentraler Baustein für gute Arbeit, Kolleginnen und Kollegen. Vor diesem Hintergrund ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, als Arbeitgeberin im Vorbild zu sein. Lassen Sie uns die Beschäftigten der UKSH, Tochtergesellschaft Service Stern Nord, in den Tarifvertrag überleiten. Es geht um faire und gerechte Löhne. Es geht um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Beschäftigten zu stärken. Es geht um die Fachkräfte am UKSH zu halten. Und am Ende, Kolleginnen und Kollegen, geht es darum, die Zweiklassenbeschäftigten das zu beenden. Genau darum geht es heute. Ich habe in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt mit den Vertreterinnen und Vertretern von der GDS, mit den Vertreterinnen dann auch von Verdi, aber auch mit den Kollegen vom Betriebsrat. Und alle sind sich einig. Die Beschäftigten am UKSH wollen sich nicht länger vertrösten lassen. Die Kolleginnen und Kollegen verdienen es von Ihnen, der Landesregierung ernst genommen zu werden, mit ihrem berechtigten Anliegen für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Die über 2000 Beschäftigten, um die es hier geht, leisten Tag für Tag großartige Arbeit im Service, in der hygienischen Reinigung und zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten. Ohne diese Kolleginnen, das will ich einmal ausdrücklich sagen, hätten wir die Pandemie nicht so gut überstanden. Sie sind eine wichtige Stütze im Krankenhaus. Auch Sie gehören für mich zu den Heldinnen und Heldinnen bei der Bewältigung der Pandemie. Vielen herzlichen Dank an Ihnen. Für uns gilt weiterhin, Tarifbindung hat höchste Priorität. Gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung müssen hier auch Ihre Priorität sein. Und all das vermissen wir gerade von CDU und Grünen. Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2024 ein gutes Jahr für die Beschäftigten am UKSH gemeinsam machen. Dankeschön.